und herzlich willkommen beim Hüpfen im Floh, deinem Ukulele-Podcast. Und meine lieben Freunde da draußen, was gibt's denn Schöneres, als sich zusammen zu treffen, zu musizieren, und am besten ist die Ukulele dann auch noch dabei. Einfach in der Gemeinschaft die Musik zu spüren, und seit letztem Jahr kann man das in absoluter Reinform in Augsburg, und ich bin überglücklich, heute die Initiatoren von einem sehr coolen Projekt am Hörer zu haben, und zwar den Benny, den Jakob und den Michi aus Augsburg. Ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid, und erzählt einfach mal, was habt ihr euch denn dabei gedacht und was ist es denn überhaupt für ein Projekt und wie heißt es denn? Ja, hi, grüß dich. Das Projekt heißt Karaoke Augsburg oder einfach nur Karaoke. Also natürlich, das Wortspiel dürfte klar sein. Also es kommt von einer Karaoke, aber nachdem wir Ukulele spielen, ist es die Karaoke. Und eigentlich möchte ich jetzt kurz dafür an den Michi abgeben, weil der ist eigentlich Hauptschuld daran, dass wir das Ding ins Leben gerufen haben. Ja, also die Idee oder das Grundkonzept hatte ich tatsächlich in Australien kennengelernt. Da war ich vor jetzt schon mittlerweile fast 6 Jahren, habe da ein halbes Jahr an einer Uni zugebracht und habe da mitbekommen, dass es da so einen Ukulelenverein gibt. Und die haben immer in verschiedenen Locations sich getroffen und man konnte da einfach so dazukommen. Und da ich ja da so neu war in der Stadt, das war in Brisbane, in Queensland, hatte da wenig erstmal natürlich Leute, mit denen ich mich so abends treffen konnte und Musik machen schon gar nicht. Und dann bin ich da mal aufgeschlagen und fand es total angenehm, weil man total schön aufgenommen wurde und konnte da einfach mitmachen. Und es wurde immer so eine Leinwand, wurden dann so Leadsheets gebeamt und dann konnte man da mitmachen und hat einfach auch 1-2 Stunden Musik gemacht mit Leuten, die man vorher nicht kannte und mit denen man dann irgendwie so ein bisschen mit dem einen oder anderen nach warm geworden ist. Und das fand ich total geil, so von der Grundhaltung und von der Idee her. Und bin dann aber, weiß nicht, das hat dann noch ein bisschen gedauert, Benny, bis ich irgendwann mal mit dir, glaube ich, da saß man da in einem indischen Restaurant, und dann habe ich das irgendwie mal so aufgebracht, als, weiß gar nicht genau, so zu welchem, in welchem Rahmen, und irgendwie kam man dann drauf, Mensch, das könnte man doch auch nach Augsburg sozusagen reimportieren oder hineinbringen in die Augsburger Musiklandschaft. Und dann hatten wir da irgendwie diese Geschichte mal ausprobiert an einem Septemberabend in 2019, ging das, glaube ich, dann los. Und dann haben wir gemerkt, Augsburg ist tatsächlich auch irgendwie reif für Karaoke. Und seitdem sind wir am Start. Cool. Hattest du eigentlich damals eine Ukulele dann in Australien dabei? Das hatte ich nicht, weil das Gepäck ja sehr begrenzt ist, wenn man so weite Reisen macht. Deswegen hatte ich da keine Ukulele dabei. Habe schon Ukulele gespielt damals natürlich, schon vorher. Aber ich hatte meine zu Hause. Und da hatte ich den Vorteil, dass ich eine Kollegin hatte an der Uni, die hat eine gehabt und hat damit anscheinend nicht so viel gespielt und hat sie mir tatsächlich geliehen. War aber auch so, auch das fand ich total schön. Ich habe dann so einen belgischen Mitbewohner gehabt, der ist dann auch mal mitgekommen und der hat gar keine Ukulele dabei gehabt und dem haben sie gleich einfach irgendeine in die Hand gedrückt, die halt da übrig war. Also auch diese Leih-Ukulelen-Idee sozusagen wurde da auch schon mal so praktiziert. Auch das ist ja etwas, was wir so ein Stück weit bei uns auch versuchen zu machen, dass wir halt einfach immer mehr Ukulelen dabei haben, um einfach Menschen, die jetzt einfach so dazu stoßen, einfach mal eine Chance zu geben, das mal auszuprobieren. Ich finde es total interessant, dass das allererste, was du darüber sagst, ist, wie toll du aufgenommen worden bist und was das für ein tolles Feeling war in der Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist auch, darum geht's euch auch, oder? Oder geht's euch in allererster Linie jetzt halt speziell Musik zu machen oder geht's euch darum, die Leute zusammenzubringen? Nee, das ist tatsächlich, also, wir machen ja alle anderweitig auch Musik und können uns musikalisch woanders austoben. Hier geht es wirklich ums Musikmachen mit möglichst vielen, irgendwie eine kleine Hemmschwelle zu haben, um mitzumachen und ganz vielen zu ermöglichen, aktiv Musik zu machen. Genau. Und ich glaube, man kann auch dazu sagen, dass wir eigentlich alle drei auch so einen musikpädagogischen Hintergrund haben. Also Jakob, du bist... Ich bin Mittelschullehrer, also Musiklehrer an der Mittelschule und habe da halt auch eine Ukulelenklasse. Genau, ich bin eigentlich Gitarrenlehrer schon seit Jahren und habe dann auch irgendwann mal von Michi dann witzigerweise, bevor er nach Australien ging, einen Schülertag übernommen und da war eine Ukulelenschülerin dabei und das war mein erster Kontakt quasi mit der Ukulele, weil ich musste mich dann
vorbereiten und mal eben Ukulele lernen. Mal so an einem Nachmittag, ne? Ja, halt so mal ein bisschen gucken, so, ja, was gibt's denn da für Literatur? Und man hat natürlich auch, wenn man schon lange Gitarre spielt, auch einen schnelleren Zugang irgendwie so. Die viele Sachen decken sich ja auch und sind gleich. Genau, und musikpädagogischer Hintergrund. Und dann habe ich eben auch gemerkt im Unterricht, die Schüler finden zu Ukulele einen viel schnelleren und leichteren Zugang und kommen viel schneller ins Musizieren. Und alles an diesem Ding ist einfach irgendwie einfach. Es ist klein, es ist handlich, man kann es überall hin mitnehmen, auf dem Fahrrad, was weiß ich. Und als der Michi dann mit dieser Idee kam, dachte ich, ja, selbst das klingt immer noch einfach. Und wie gesagt, wir haben ja auch schon Backgrounds, wo wir wissen ja, also wir haben schon so manche 4x12er E-Gitarrenbox in irgendwelche Clubs geschleppt und kennen das alles. Und dann habe ich mir gedacht, boah, aber das klingt jetzt mal echt easy. Komm, lass einfach mal machen. Und dann war der erste Abend gleich einfach ein voller Erfolg. Ja, das war irgendwie witzig. Ich glaube, es war Juni oder war es sogar noch Mai? Nee, September. Du mir geschrieben hast. Ach so, ja. Du planst, vielleicht war es Juni, Juli oder sowas, du planst irgendwie was, so ein Ukulele-Abend, ich soll mir Abend mal frei halten, ob ich da Schlagzeug spielen will. Ich so, ja, okay, schreib mir mal einen Kalender. Hast du ihn nicht gefragt, was das soll? Machen wir mal, probieren wir aus. Und dann hat das eigentlich, also das war voll verrückt, wir haben das ja zum ersten Mal gemacht und dann waren gleich beim ersten Abend waren 50. Halt 50 Ukulelen da, so in der Kneipe. Das war Wahnsinn. Ja. Ja, der erste Abend war im September in einer Kneipe. War das eure Stammkneipe oder wie seid ihr auf die Location gekommen? Ja, das war früher mal eine Stammkneipe, irgendwann dann nimmer. Aber es ist so ein Indie-Club in Augsburg, wo ich früher an der Bar gearbeitet habe und so. Und wo man halt schnell anrufen konnte oder eine Mail hinschreibt und auch weiß, da kommt sofort ein Feedback. Und genau. Ja, da war aber auch, da steht halt auch ein Beamer. Das war einfach von Anfang an gleich klar, okay, das passt. Genau. Dann müssen wir uns um nichts kümmern. Könnt ihr euch noch erinnern, welcher der erste Song war, den ihr auf der Leinwand hattet? War es nicht sogar All About That Bass? Nee, das haben wir gespielt, aber nicht als ersten, glaube ich. Es war irgendwie. Riptide, wie weiß ich das? I'm Yours, Riptide, irgendwie sowas, glaube ich, war es. Also einer von den Ukulelen-Klassikern, glaube ich. Genau, von den Ukulelen. Kann man viele Leute mit abholen, ne? Kennen dann auch viele Leute. Aber es ist schon so, ihr veröffentlicht das Programm vorher nicht. Das ist wirklich Karaoke, ne? Überraschungspaket. Genau. Richtig. Also wir gehen da schon so ein bisschen ran nach so einem Playlist-Prinzip. Also der Jakob hat es mal ganz gut gesagt irgendwie. Wie hast du gesagt, mit einem DJ? Ja, man kann es gut mit einem DJ vergleichen. Also die Songauswahl ist wichtig. Also man kann, es gibt ja dieses Jim's Ukulele Songbook, wo irgendwie, da sind 3000 Songs drin. Und da ist alles da und es ist halt so wie das Internet. Da ist alles da, aber du brauchst halt eigentlich jemanden, der das kuratiert und irgendwie auf eine Auswahl trifft. Und dann versuchen wir halt immer erstmal easy anzufangen und so 3-Chord-Songs irgendwie zu nehmen und so 4-5 Stück, wo wir wissen, cool, das läuft und keine schweren Akkorde. Und so im Lauf des Abends traut man sich dann eben so ein bisschen mehr. Und aber ja, es ist schon so das Prinzip, wir wollen es nicht verraten lassen die Leute so ein bisschen ins kalte Wasser springen. Also es soll auch keiner vorüben, weil das genau ist eigentlich so ein bisschen das Ding, dass man sagt so, hey, man muss eigentlich da nicht viel üben, sondern man kann einfach dazukommen und sich so ein bisschen über seinen Schatten springen und dann eben sich trauen und wird überrascht sein, wie schnell man irgendwie mitkommt. Und wie schaut es dann ganz genau aus vom Format her? Ihr spielt ja, glaube ich, auch als Bandformation dann dazu, oder? Wie schaut es genau aus? Das Ding ist, dass wir quasi keine Bühne haben, sondern wir sitzen eigentlich unter den Leuten, also schon zusammen zu dritt an einem Fleck. Aber wir versuchen quasi immer zu assoziieren, dass wir nicht die Band sind, sondern der ganze Raum ist die Band. Und wir sind so nur so der Backbone, quasi das Gerüst, das unten das Fundament liefert. Wir sind jetzt auch nicht ultra laut auf der Anlage, sondern es geht schon auch darum, dass die Leute sich selber einfach beim Spielen und Singen hören und merken, was sie für eine Masse sind. So. Also der Michi spielt Bass immer, also Ukulelenbass. Der Benny spielt halt Ukulele.
Und ich habe so mir aus einem Koffer eine Bassdrum gebaut, aus so einem alten Samsonite. Und da passt dann irgendwie alles, fast alles, was ich brauche, rein. Also das ist alles drin und nur die Snare ist in der anderen Hand und kann ich alles mit dem Fahrrad auch transportieren. Und also es geht auch darum, einfach, dass alles klein und handlich ist, wie die Ukulele halt. Genau. Ja, genau. Und dann ist es auch nichts Lautes und dann wollen wir jetzt nicht irgendwie eine große Rockband sein, sondern wir sind, wie es der Benni gesagt hat, Teil vom Ganzen eben. Genau. Und wenn dann jemand dabei ist oder wenn man dann einen Song nicht kann, dann kann man ja auch einfach mitklopfen und mitsingen halt. Das merkt ja auch keiner. Genau. Genau. Und wir haben auch so ein paar kleine Spielregeln. Also wir sagen, also ich moderiere das dann immer und sage dann auch, es gibt so einen Spruch, also vive la repetition, wenn man unbedingt das Lied nochmal spielen will, weil man vielleicht denkt, boah, jetzt könnte ich es, wenn ich es nochmal spielen könnte, jetzt wird es klappen, dann darf man das rufen und dann wiederholen wir den Song auch einfach nochmal. Das rufen dann die Leute nochmal? Vive la repetition. Ach so, das wird dann auch gerufen. Okay. Ja, genau. Ja, da gibt es ja vorher ein Briefing von Benny, der das dann sozusagen einläutet. Ja, das Interessante ist ja, dass wir bei dieser, also das auch, zumindest nach meinem Gefühl jetzt so in den 10 oder 9 Karaokes plus den 3 Online-Karaokes, die wir schon gemacht haben, dass da sozusagen immer das so eine gewisse Phase braucht, bis so diese Interaktion sich irgendwie verselbstständigt und dann irgendwann so dieses Feeling nicht mehr da ist, dass da eben dieses, was du halt vorhin auch fragtest, so mit diesem, dass wir sagen nicht so als, wir sind so die Vorturner und alle schauen uns an und machen so ein bisschen mit, sondern dass es irgendwann so eine Eigendynamik kriegt. Und das war eben das, was ich auch so toll fand, gerade an dem ersten Abend schon, dass eben diese Eigendynamik nach dem dritten, vierten Song plötzlich war die da. Und alle haben gedacht, also zumindest so kam es auch rüber, so im Sinne, wow, cool, jetzt ist wie so eine Welle und da fahren wir so auf der Welle mit. Und das ist irgendwie faszinierend, so wie das funktioniert. Ich kenne es ja von ein paar Ukulele-Festivals, wenn die Leute da zusammen sind und spielen. Und da ist es dann auch immer so, man merkt es dann, wenn man durch die Reihen schaut, sobald dann einer anfängt, irgendwie so ein bisschen unsicher zu gucken, der nebendran sagt dann, ey, pass auf, das funktioniert so und so. Also die Leute sind da sehr offen und haben einfach Spaß dran. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie sich darüber bewusst sind, dass sie nicht von Profis beobachtet werden, sondern dass hier eigentlich hauptsächlich Amateure quasi im Publikum auch sind, dass sie unter sich sind in Anführungszeichen, beziehungsweise, dass es einfach keinen Unterschied macht, von wo man kommt. Ihr habt ja auch ganz, euer Wahlspruch ist ja auch, all skills are welcome. Also alle Levels sind hier herzlich eingeladen mitzumachen. Und wie erlebt ihr das? Also habt ihr das Gefühl, dass manche Leute erst am dritten Song ihre Ukulele rausholen oder sind alle von Anfang an dabei? Naja, also das Lustige, man muss ja jetzt, wir reden jetzt eigentlich gerade primär über die Situation vor der Pandemie. Ja. Also diese Abende, wo alles noch normal war, da war es eigentlich immer so, dass wir, also auch ein Konzept von uns ist, dass wir in Augsburg immer in einer anderen Kneipe waren. Wir waren nirgends zweimal, weil wir halt auch einfach so die Kneipenkultur so ein bisschen aufpeppen wollten, was auch immer. Also das Konzept war auch so, dass man sagt, wenn man geht irgendwo hin, wo es einfach ein Stammpublikum gibt, das dann erstmal, wenn wir da reinkommen und aufbauen, gar nicht weiß, was ist denn jetzt eigentlich los. Und wir bringen aber unser Publikum mit und dann hocken da auf einmal diese Stammgäste zwischen 50 Ukulelen spielenden Leuten und werden dann so, gibt es wieder eine Symbiose. Und genau, und dann hat man halt eben, wir haben dann auch irgendwann uns Leih-Ukulelen geschaffen und haben den Leuten dann halt einfach dann, die Bock hatten, so ein Instrument in die Hand gedrückt und dann mal kurz C-Dur und A-Moll, so die ganz einfachen Dinger irgendwie gezeigt und gesagt so, hey, immer wenn du jetzt hier auf dem Bild, auf der Leinwand C siehst, dann haust du rein. Oder wenn dir das zu krass ist, dann sing einfach nur mit, weil ein paar Songs wirst du garantiert kennen. Und dann ist es aber auch so, dass die Leute halt dann nebeneinander sitzen und sich teilweise nicht kennen. Und dann sieht man schon, wie die so sagen, schau mal hier, da muss dein Finger da hin und so. Und dann lernen die von selbst aus Versehen an so einem Abend Ukulele spielen irgendwie. Jetzt habt ihr das ja eben auch gezwungenermaßen, sage ich mal, aber ich finde, es passt eigentlich auch ganz gut zum Konzept jetzt auch Open Air verlegt. Also ihr seid dann aus der Kneipe raus und macht es jetzt eben auch Open Air. Was ist denn das für eine Location? Das würde mich mal sehr interessieren. Also seid ihr auch, wenn ihr Open Air unterwegs seid, immer an einer anderen Location? Ja. Also da sind wir einfach in der Stadt auch recht gut vernetzt und kennen halt
viele Leute, die halt Biergarten machen. Und wir haben halt auch einfach dann schon von uns Reden gemacht, sodass dann halt auch die Leute auf uns zukamen und gefragt haben, hey, habt ihr Bock, bei uns im Biergarten was zu machen und so. Genau, und da hatten wir dann letztes Jahr im Sommer, ich glaube, 3 Stationen. Hatten wir? Provino war... Der Rosenau-Biergarten und im Gaswerk. Genau, und der 4. ist ausgefallen wegen Regen. Ja, genau. Der am Königsplatz. Genau. Also, man muss aber auch sagen, es verliert schon ganz schön was, wenn man es draußen macht, weil diese Kneipenatmosphäre, das ist einfach viel lauter alles. Ja, also wenn die Leute singen und das ist einfach viel beeindruckender eigentlich. Und ja, also so ein bisschen wie ein gutes Konzert, wo der Schweiß von der Decke tropft, so ungefähr. Und es fehlt draußen schon ein bisschen. Wobei, es ist schon schön. Also, aber beim ersten Mal war es aber schon so, wo ich mir dachte, okay, ich würde es jetzt schon gern wieder mal drin machen, gleich sofort. Ja, ja. Aber geht ja gerade gar nicht anders eigentlich. Ja. Von dem her, es ist... wir waren froh, dass wir weitermachen konnten. Ja. Nach diesem ersten harten Lockdown waren wir froh, dass es weitergehen konnte. Und es wurde auch wieder super angenommen von den Leuten. Genau. Ja. Also wie viel waren da im Provino? Da waren 120 oder waren das... 100. So ungefähr 120. Auf jeden Fall 100 Leute mit der Ukulele oder so. Ich habe Bilder gesehen, es war echt beeindruckend. War echt beeindruckend. Es ist auch wirklich ein Querschnitt, es ist auch jedes Alter dabei, ne? Wahnsinn. Genau, also jedes Alter und auch jede Nationalität, sage ich jetzt mal. Wir machen es auch immer for free, also der Eintritt ist immer frei, um einfach wirklich keine Hemmschwelle zu haben. Und wir haben dann auch 2 so ganz billige Ukuleles, habe ich mir mal gekauft, so, da habe ich die Saiten runter und das sind die Spendelelen. Und die geben wir dann halt rum und dann dürfen die Leute halt spenden. Und wir sagen aber auch immer wirklich dazu, es ist ein Solidaritätsprinzip. Jeder gibt, so viel er kann und ihr fördert das Projekt. Also genau. Können sich auch Leute fürs Busticket was rausnehmen? Gute Idee eigentlich. Wissen wir nichts davon. Genau. Jetzt habt ihr erzählt, 9-mal. Habt ihr das bis jetzt gemacht? Seit September 2019, das heißt, es steht ein Jubiläum an, das 10. Mal. Wann findet es denn statt und wo? Das findet jetzt statt am 19. Juni und zwar im Gaswerk in Augsburg. Das ist so das neue Kulturzentrum in der Stadt. Genau. Jawohl, wie viel Uhr? Jetzt muss ich aufpassen, weil es ist so ein zweigeteiltes Event. Also am Nachmittag mache ich dann einen Workshop, einen Ukulelen-Workshop, wo wir einen Song erarbeiten und los mit der Karaoke geht es dann um 8. Genau. Ach, das heißt, die Leute haben die Möglichkeit, auch vorher schon zu kommen, mit dir die Songs zu machen, auch Ukulele so ein bisschen quasi aufzufrischen oder neu zu lernen und dann direkt mitzumachen. Also da gibt es überhaupt keinen Grund mehr, warum man da nicht hingehen sollte. Absolut. Absolut. Jetzt habe ich mir gedacht, wollt ihr zumindest einen Song leaken für die Hörer als Goodie? Ach so, von der Setlist, naja, also wir werden auf jeden Fall wieder die Klassiker spielen, klar, also I'm Yours, Somewhere Over the Rainbow und so, also das ist auch immer ein schöner Moment, weil da ziehen wir uns dann als Band eigentlich immer komplett zurück und lassen einfach, stimmen so die ersten paar Takte an und dann dürfen die, dann spielen die einfach und das ist einfach immer toll, das ist immer ein toller Moment. Und eins haben wir, glaube ich, noch vergessen zu erwähnen, es gibt auch ein Gastmikrofon. Mhm. Genau. Das unterstreicht ja noch mehr diesen Karaoke-Charakter. Ja, genau, richtig. Und da hatten wir auch schon echt tolle Erlebnisse. Also wir hatten einmal so einen The Voice-Moment. Genau. Ja, genau. Also wir hatten 2019 Weihnachten, haben wir eine Weihnachtskaraoke gemacht mit ausschließlich Weihnachtsliedern halt. Und dann kam irgendwann Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. Jetzt habe ich schon gedacht, jetzt kam Mariah Carey. Und dann kam Mariah Carey zur Tür rein. Also ihre Stimme kam plötzlich ans Mikrofon. Genau. Und Gitarre in einem anderen Körper. Der Abend war aber schon fortgeschritten und das Eis war schon längst gebrochen. Also die Leute haben sich auch getraut. Gastsänger haben sich getraut und Sängerinnen. Ja. Und dann kam eben so eine kleine 17-Jährige, die hat so ganz süß aus dem... Das sagst du jetzt einfach so, vielleicht war die 24.
Ja, sie saßen doch gar nicht. Ukulele spielen hält ja jung, ne? Wir schauen ja alle viel jünger aus. Wir haben sie danach nie wieder gesehen und jetzt, wenn sie das jetzt hört, könnte es ja jetzt unangenehm werden. Jetzt wissen wir doch, sie sah sehr jung aus und war so ganz schüchtern und so, ich würde den gern singen. Und dann kam sie eben ans Mikro und wir haben so angefangen und auf einmal kommt da eben so eine wahnsinnige Soul-Stimme raus aus diesem kleinen Mädchen und wir waren alle so wirklich so The Voice-mäßig, alle haben gleichzeitig auf den Buzzer gedrückt und waren so, what? Was ist jetzt los? Ja. Und so Sachen passieren immer wieder, dass man da einfach so, dass sich Leute, die sich sonst vielleicht nur im stillen Kämmerchen trauen, dann plötzlich in dieser Gemeinschaft trauen. Und also ja, es passieren einfach immer wieder schöne Momente. Oder Stefano, der schon mehrmals bei der Ciao gesungen hat, ja, genau. Wo was auch Wahnsinn immer war. Ja. Ist es so, dass es auch manchmal so ist, dass ihr einen Song gar nicht so auf dem Zettel habt, der ist dann so halt mit in der Setlist drinnen, seid dann aber total überrascht, dass den alle kennen und können und voll abfeiern. Ja, gibt es das auch? Also wir sind schon ein bisschen mutig, sag ich mal, und ich habe eben dieses Jim's Ukulele Songbuch relativ gut durchforstet und irgendwann bin ich über einen Song gestolpert, der heißt Let's Talk Dirty in Hawaiian. Kennst du den? Ja, kenne ich ja. Ja, ich kannte den nicht und ich dachte mir erst so, was für ein geiler Songtitel. Und habe mir das angehört und dachte mir, hey, das ist ja ultra lustig und jetzt auch nicht der schwerste Song auf der Welt. Und dann habe ich ihn den Jungs gezeigt und gesagt, hey, wir müssen den machen. Den kennt keiner, aber wir müssen den machen. Und jetzt ist das irgendwie so ein, dann haben wir das den Leuten quasi vorgestellt. Und jetzt ist das irgendwie so ein, wie sagt man denn, so ein steady Song geworden. Also jetzt wünschen sich den dauernd Leute so. Ah, okay. Also ist es so, dass wenn die Leute vor Ort sind, dann sagen die auch, hey, jetzt spielen wir doch mal den und den Song? Nee, eigentlich nicht. Nee, das nicht. Aber im Vorfeld. Kommen halt im Vorfeld. Schreiben euch genau, mal. Schreiben. Genau, also Instagram. Apropos anschreiben, genau, wo seid ihr denn überall vertreten? Wo kann man sich denn mal einen Eindruck gewinnen und wie kann man euch denn kontaktieren, über welche Kanäle? Genau, also wir sind auf Instagram, bei Facebook und dann sind wir noch bei Meetup. Mhm. Das sind so die drei gängigsten Kanäle. Ich mache auch einen Newsletter, einen Karaoke-Newsletter. Da ist man eigentlich so safe. Wenn man sich da einträgt, dann kriegt man alles mit, ohne dass man irgendwo sein muss. Mhm. Aber genau, also das meiste läuft eigentlich über Instagram und Facebook. Und genau, und bei Instagram machen wir dann auch immer in den Wochen vorher so kleine Umfragen, so welche Songs habt ihr bockt, sagt mal Bescheid und dann beziehen wir die auch mit ein und genau. Und das alles läuft eben unter dem Stichwort Karaoke. Karaoke, Augsburg ist so das Anhängsel, aber unter Karaoke findet man uns, glaube ich, schon. Ja. Jawohl. Ja, wenn ihr jetzt sagt, das ist ja echt eine sehr erfolgreiche Story eigentlich auch. Und was habt ihr jetzt mit dem Format noch irgendwelche Gedankenspielchen, wie ihr das vielleicht noch weitermachen wollt oder lasst ihr das einfach auf euch zukommen? Also ich glaube, wir sind jetzt erstmal wieder froh, wenn es überhaupt wieder mit Präsenz-Live-Veranstaltungen weitergehen kann. Wir hatten schon 2020 relativ weit durchgeplant, bevor die Pandemie kam. Also wir wollten auf einem Festival hier in Augsburg irgendwie stattfinden. Und ja, und das Tolle ist auch, das ist einfach so ein kreativer, wie soll ich sagen, so ein Selbstläufer. Also man kann einfach, uns kommen eigentlich ständig Ideen und wir haben halt unsere WhatsApp-Gruppe so zu dritt und dann schreibt immer jemand was rein, hey, lass mal das machen, komm, wir packen jetzt irgendwie eine PA in Lastenrad und dann fahren wir auf eine Wiese und holen die Leute dahin und so. Also eigentlich ist das so Work in Progress. Wir haben jetzt da keine konkreten Ziele, wir machen einfach so und sind so im Flow. Ja, ich glaube, das ist auch das Angenehme, dass wir dass das ja für uns jetzt ja kein, also das ist ja wie so ein Hobby auch von uns sozusagen, obwohl wir natürlich alle so auch aus der professionelleren Musikecke kommen, ist ja etwas, was wir einfach, deswegen machen wir Bock drauf haben und dadurch haben wir natürlich auch da keinen Druck drin oder diese Idee von, da muss jetzt irgendwas passieren, das muss jetzt irgendwie noch dort hinaus oder muss dorthin so und so funktionieren, sondern es geht ja für uns auch einfach darum, dass es irgendwie eine Sache ist, die offensichtlich nach außen so positiv wahrgenommen wird, dass Leute Bock drauf haben und das irgendwie dazu führt, dass Menschen Spaß an Musik haben und sich treffen und eine gute Zeit haben und das wollen wir natürlich auch und dadurch, ja,
lassen wir das mal so entwickeln. Und bis jetzt hat es uns ja so in eine Richtung geführt, wo sich das ganz stimmig anfühlt. Und ich hoffe, dass es natürlich dann auch so jetzt weitergeht. Hat sich für euch durch dieses Projekt eure Ansicht auf die Ukulele geändert? Auf jeden Fall. Oder? Das hat eigentlich das Ganze unterstrichen. So. Genau, also mich hat es bestätigt. Ja, In meiner Idee von dem Instrument. Aber dass es dann trotzdem solche Ausmaße annimmt, hätte ich nicht gedacht. Also man könnte auch vermuten, dass jetzt nach 9 Mal, dass man irgendwie, dass es so, was soll ich sagen, so ein Selbstläufer ist oder irgendwie jedes Mal gleich. Aber es ist eigentlich jedes Mal wieder auf eine Art besonders und Ich stelle mir gerade vor, weil so ein Instrument, das sonst die Hemmschwelle niedrig hält, wäre jetzt vielleicht die Blockflöte, aber ich will mir wirklich nicht 120 Leute mit der Blockflöte in den Kneipen vorstellen. Oh Mann, ey. Also an dieser Stelle muss ich mich wieder mal bei allen Blockflötistinnen entschuldigen. Also hier in diesem Podcast kriegt das echt ganz schön ab. Na, meine Tochter lernt gerade Blockflöte, das ist okay, ich bin schon down mit der Blockflöte. Aber vielleicht nicht. Mehr als 2 gleichzeitig braucht man halt, glaube ich. Ja. Super, also dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen und an die Leute zu appellieren, checkt aus auf Instagram, auf Facebook, Karaoke Augsburg, seid auf jeden Fall am 19.06. im Gaswerk Augsburg, vorher am besten schon beim Benny zum Workshop und dann am Abend zu der Veranstaltung selbst. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und wünsche euch mega viel Erfolg weiterhin mit dem Projekt und vor allem viel, dass ihr weiterhin den Aloha Spirit auch in Augsburg spreadet. Ja, vielen Dank für die Einladung und wir sind voll Fan von deinem Podcast. Also bitte, mach du auch weiter so. Vielen Dank. Dann sage ich super. Servus und schön. Ciao. Ciao. So, servus. Danke, ciao.